بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nachdem wir jetzt beim letzten Mal sechs Gründe kennengelernt haben, sechs Ursachen kennengelernt haben, warum man Ghusl machen muss, und wir haben die sechs Sachen genannt, wir haben gesagt, einmal ist der Samenerguss, und ohne jetzt in Detail näher reinzugehen, weil wir haben einen Unterschied gemacht, ob man bei Wachzustand oder im Schlafenzustand ist und so weiter. Der zweite Grund ist der Geschlechtsverkehr, gemeint ist an sich nur das Eindringen selbst. Drittens haben wir gesagt, wenn ein Kafir Muslim wird. Und viertens, wenn jemand gestorben ist. Und fünftens und sechstens, wenn eine Frau menstruiert hat oder ihr Wochenbett beendet hat. Das waren die sechs Gründe, die wir genannt haben, dass man Ghusl machen muss. Ja. Und nachdem wir darüber jetzt geredet haben, ist natürlich jetzt die Zeit angebracht, dass man darüber redet, wie man den Ghusl durchführt. Und da gibt es ein Minimum und eine vollständige Art. Das Minimum an Ghusl ist nichts anderes, als dass man die Absicht fasst, Ghusl zu machen und dann den ganzen Körper wäscht. Gemeint ist, Wasser laufen lässt über den gesamten Körper. Und dazu gehört das Spülen des Mundes und das Spülen der Nase. Das Spülen des Mundes, das Spülen der Nase gehört dazu. Und dann ist der Ghusl somit beendet und man ist rein. Und man ist rein. Das ist die Minimum. Das ist das Minimum. Die beste Art und Weise, wie man Ghusl macht, ist, dass man erstens die Absicht im Herzen fasst. Und wie gesagt, die Absichten bei den meisten Gottesdiensten fasst man nur im Absicht, im Herzen, die Nia. Ansonsten das Aussprechen der Absicht beim Wudu oder beim Ghusl oder Tayammum oder vielen anderen Gottesdiensten, bei den allermeisten, ist eine Bid'a. Ist also eine unerlaubte Neuerung in der Religion. Denn selbst wenn man die Absicht aussprechen würde, man sagt, ich habe jetzt vor, Ghusl zu machen, und im Herzen nicht die Absicht gehabt hat, dann ist der Ghusl nicht gültig. Weil es ist entscheidend, was im Herzen ist. Die Absicht ist bei der Mehrheit der Gelehrten eine Voraussetzung für die Gültigkeit oder ein Bestandteil. Das heißt, wer nicht Niyyah gehabt hat, Ghusl zu machen, sein Ghusl ist ungültig. Außer beim Imam Abu Hanifa rahimahullah, weil bei ihm ist dieser Gottesdienst ein Gottesdienst, den man nicht an sich beabsichtigt, sondern man beabsichtigt etwas, was man dadurch machen darf. Also, man macht nicht, also nach seiner Ansicht, man macht nicht Wudu, damit man Wudu hat, sondern macht Wudu, damit man beten kann, Tawaf machen kann, Koran anfassen darf und so weiter und so fort. Ja? Wie dem auch sei, die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten ist, dass man die Absicht haben muss, und das ist, weil der Prophet, weil Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, in seinem edlen Buch, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Und ihnen ist nichts anderes auferlegt worden, als dass sie Allah dienen und mit Ikhlas. Allah dienen mit Ikhlas. Dass sie den Gottesdienst nur für Allah alleine tun. Und das ist eine Absicht im Herzen. Und das ist auch die richtigere Ansicht, dass eben der Ghusl und auch der Wudu Voraussetzung für die Gültigkeit ist. Danach sagt man Bismillah. Und das ist keine Pflicht. Und diejenigen Gelehrten, die gesagt haben, dass Bismillah Pflicht ist, beim Ghusl, haben das gesagt, weil sie auch der Ansicht sind, dass es beim Wudu Pflicht ist. Und wir haben gesagt, dass beim Wudu, also beim Abdest, die Basmala keine Pflicht ist. Und dann ist sie auch beim Ghusl keine Pflicht, weil es nicht überliefert worden ist. Weil es nicht überliefert worden ist. Das heißt, man sagt einfach Bismillah und nicht Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sondern einfach nur Bismillah im Namen Allahs. Und danach wäscht man seine Hand dreimal und danach wäscht man sein Geschlechtsteil. Und eine Weisheit, die dahinter steckt, dass man seine Hand dreimal wäscht, weil man nachher mit diesen Händen seinen ganzen Körper waschen wird. Und weil man, bevor man in einen Behälter seine Hand eintaucht, kann es sein, dass die Hände schmutzig sind aufgrund von Unreinheiten oder ähnlichem. Deswegen sollte man erstmal seine Hände vorher dreimal waschen. Und das ist eine Sunna. Und gemeint ist die Hände bis zu den Handgelenken. Und nicht irgendwie bis zu den Ellenbogen, sondern nur bis zu den Handgelenken. Danach wäscht man sein Geschlechtsteil. Und dann vollzieht man einen vollständigen Wudu. Und aber wie gesagt, noch einmal, das mit der Basmala haben wir geredet darüber beim Wudu. Dass manche Gelehrten gesagt haben, dass man diese Basmala nicht aussprechen soll, wenn man
bei einem Ort ist, wo man sein Geschäft verrichtet. Dass man nicht Bismillah sagt. So. Und andere haben gesagt, doch, man sagt Bismillah. Und wir haben gesagt, dass wenn man, weil es eh keine Pflicht ist, ist es die Angelegenheit unproblematisch. Und wenn man die Bismillah sagen möchte, kann man sie inshallah sagen, weil der Ort, wo man sein Geschäft verrichtet, ist normalerweise nicht die gleiche Stelle wie der Ort, wo man den Wudu durchführt, Abdest durchführt. Und der Beweis dafür ist, haben wir gesagt, dass auch damals, wenn man in die Wüste gegangen ist, gab es ja nicht irgendwie eine Wand, sondern sobald man an den Ort gekommen ist, an die Stelle gekommen ist, wo man sein Geschäft verrichten wollte, dort hat man dann aufgehört, Allah zu gedenken. Sobald man sich wegbewegt hat von dem Ort, dort man Allah wieder gedenken. Ja? Und das haben wir, deswegen haben wir gesagt, dass es inshallah unproblematisch ist. Wallahu a'lam. Und andere wiederum haben gesagt, man soll es einfach im Herzen fassen. Andere wiederum haben gesagt, man soll einfach Bismillah für sich selbst sagen, also nicht aussprechen, sondern nur denken. Und danach macht man Wudu, Abdest, Gebetswaschung. Eine vollständige, ganz normale Gebetswaschung. Und da kommt es drauf an, soll man die Füße mitwaschen oder die Füße nicht mitwaschen? Im Hadith von Aisha radiallahu anha bei Al-Bukhari und bei Muslim hat sie den Ghusl beschrieben und hat nicht irgendwie gesagt, dass man die Füße später wäscht oder irgendetwas, sondern sie hat einfach gesagt, dass man Wudu macht. Ganz komplette Wudu. So. Und im Hadith von Maimuna radiallahu anha hat sie davon geredet, dass man die Füße ganz am Ende erst wäscht. Und wie kriegt man diese Hadithe in Einklang? Entweder man sagt, dass der eine Hadith erklärt den anderen, das ist eine Ansicht, oder die Ansicht, die Gelehrte Al-Shinqiti, Hafizahullah, vertritt, ist, dass es kommt darauf an, wo man sich befindet. Denn manchmal befindet man sich an einem Ort, wo das Wasser abfließt, und manchmal befindet sich an einem Ort, wo das Wasser stillsteht. Wenn man also in einem Ort ist, wo Wasser stillsteht, wäscht man seine Füße erst am Ende, wenn man diesen Platz verlässt. Und wenn man an einem Ort ist, wo das Wasser sowieso wegfließt, kann man seine Füße direkt mitwaschen. Oder wenn irgendwie der Boden sandig ist oder ähnliches. Ja. Und das ist die Unterscheidung, die man macht. Und beides ist richtig und gültig. Beides ist richtig und gültig. Also noch einmal, entweder man macht seinen gesamten Wudu und danach kommt ja der Ghusl, man wäscht seinen ganzen Körper. Oder man macht den gesamten Wudu und lässt die Füße weg, nicht waschen. Und man macht erst die ganze Waschung und am Ende, bevor man fertig ist, wäscht man noch einmal die beiden Füße. Gut, nachdem man das Wudu gemacht hat, nimmt man dreimal Wasser und kippt es über seinen Kopf. Nimmt man dreimal Wasser und kippt es über seinen Kopf, sodass bis zu der Kopfhaut das Wasser durchdringt. Dass bis zu der Kopfhaut das Wasser durchdringt. Denn die Janaba, die Unreinheit, ist auch dort. Wasser muss durchdringen bis zur Kopfhaut. Das reicht also nicht, wenn man die Haare feucht macht, sondern das Wasser muss ganz durchgedrungen sein. Nachdem man den Kopf dreimal das Wasser drüber gekippt hat und den Kopf praktisch gewaschen hat dadurch, wäscht man die rechte Seite des Körpers, rechte Schulter und bis nach unten einmal und danach einfach die linke Seite. Und man muss nicht mit den Händen über den gesamten Körper fahren, mit der Hand fahren und wenn man den Körper wäscht. Und es reicht aus als Minimum, wenn man das Wasser einfach drüber kippt. Das reicht. Ja. Und der Beweis dafür ist, natürlich immer, weil es kein Befehl vom Propheten gibt, aber ein weiterer Beweis ist, weil es gibt Stellen am Rücken, da kommt man gar nicht hin. Da kommt man gar nicht hin. Und deswegen kann es nicht sein, dass man mit der Hand überall drauf gefahren sein muss, wenn man seinen Rüssel durchführt. Und das macht man nicht dreimal. Es ist nicht authentisch überliefert worden, dass man es dreimal macht. Dreimal macht man auf das Wasser auf den Kopf und dann wäscht man einmal die rechte Hälfte und einmal die linke Hälfte und dann ist man fertig. Und die menstruierende Frau und die Frau, die sich im Wochenend befindet, bei manchen Gelehrten muss sie ihr geflochtenes Haar öffnen. Wenn sie geflochtenes Haar hat, dann muss sie das öffnen. Und damit das Wasser überall hingelangt. Und sie haben gesagt, dass wenn eine Frau, Russel kann ja eine Frau, muss sie ja machen aufgrund von Geschlechtsverkehr zum Beispiel, Janabe, oder aufgrund von Menstruation, Wochenbett. Das sind ja die beiden Hauptgründe, ne?
So. Menstruation, Wochenbett, haben sie gesagt, findet ganz selten statt. Menstruation einmal im Monat und das Wochenbett noch seltener. Und deswegen haben sie gesagt, in diesen Fällen muss man das Gefluchtene eröffnen. Aber von Janaba, von Unreinheit, von der großen Unreinheit, vom Geschlechtsverkehr und Ähnlichem, braucht man doch ihr Haar nicht öffnen, ihr geflochtenes Haar öffnen, weil das wäre für sie eine Erschwernis, weil das kann ja öfter vorkommen, sogar öfter täglich vorkommen. Aber wie gesagt, die richtige Ansicht ist, dass es zwischen dem einen und dem anderen keinen Unterschied gibt. Und eine Frau braucht nicht ihr geflochtenes Haar öffnen. Egal, ob sie sich wäscht von der Menstruation vom Wochenbett oder ob sie sich von der großen Unreinheit, von der Janaba, wäscht. Und der Beweis dafür, dass man mit der rechten Körperhälfte beginnt, ist, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit den Frauen geredet hat, die seine Tochter Zainab radiallahu anha gewaschen haben, die Totenwaschen durchgenommen haben. Dann hat er zu ihnen gesagt, zu den Frauen gesagt: Ibda'na bimayaminiha wa mawadi' al-wudu'i minha. Das heißt, beginnt mit ihrer rechten Hälfte, beginnt mit ihrer rechten Seite und mit den Orten des Wudu oder mit den Körperstellen, die man beim Wudu auch wäscht. Der Hadith bei Bukhari, bei Muslim, An-Nasai, Abu Dawud und Ahmad. Und also gemeint ist, dass man mit der rechten Körperhälfte beginnt und zuerst aber mit den Körperteilen, die man beim Wudu auch wäscht. Ja, weil auch beim Totenwaschung macht man mit dem Toten ein komplettes Wudu. Komplette Gebetswaschung. Ja. Und das ist der Beweis dafür vom Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Gut. Also noch einmal kurz zusammengefasst. Erst die Hände waschen, dann die Geschlechtsteile, dann Wudu, Abdest und danach der ganze Körper. Die rechte Hälfte und die linke Hälfte. Jetzt sollte man beim Wudu darauf achten, dass auch überall das Wasser hingelangt. Denn es gibt Stellen am Körper, wie zum Beispiel Bauchnabel, wo Wasser nicht unbedingt immer hingelangt, wenn man es nur über sich drüber kippt, auch wenn man sich unter die Dusche stellt. Deswegen sollte man darauf achten, dass es auch dahin gelangt und auch in den Achseln, Höhlen und ähnliches. Ja. Und darüber gibt es gibt einen Hadith, der schwach ist, und zwar tahta kulli sha'ratin janaba, unter jedem Haar ist Unreinheit, deswegen wascht die Haare und reinigt die Haut. Und der Hadith ist nicht authentisch, allerdings, was zweifellos der Fall ist, das Wasser muss überall hingelangen. Der Hadith, den ich auch vorgelesen habe gerade eben, war es bei Ibn Majah und Tirmidhi und bei Ahmed. Und wie ich am Anfang erwähnt habe, ist die Gebetswaschung keine Voraussetzung, ist keine Pflicht. Und das bedeutet, wenn ich Junub bin und mache meinen Ghusl und wasche einfach nur, reinige meinen ganzen Körper mit Wasser und habe die Absicht gefasst, dann bin ich sauber und rein. Und darf alles machen, was jemand machen darf, wenn er Wudu auch gemacht hat. Also ich muss nicht extra Wudu machen. Also wenn ich meine Gesamtwaschung gemacht habe, darf ich den Koran anfassen und ich darf auch Tawaf machen und ich darf auch beten, alles Mögliche. Weil ich habe die Absicht gefasst, Ghusl zu machen. Und Ghusl beinhaltet den Wudu. Auch wenn man nicht extra die Körperteile gewaschen hat. Und der Beweis dafür ist die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, wo er gesagt hat, wo er uns beschrieben hat, wie wir den Wudu zu verrichten haben. Und dann sagte er, nachdem er uns beschrieben hat, wie wir Wudu machen sollen, sagt er: Wenn kuntum junuban, fattaharu. Und wenn ihr Junub seid, dann wascht euch. Oder dann macht Ghusl. So. Und das ist ein Beweis dafür, weil er nicht gesagt hat, dann macht Wudu und Ghusl oder Ghusl und dann Wudu. Ist ein Beweis dafür, dass die Ghusl allein ausreicht. Dass die Ganzwaschung vom Körper allein ausreicht. Wir brauchen nicht extra Wudu danach noch machen. Ja. Dann soll man nicht verschwenderisch sein. Dann soll man nicht verschwenderisch sein, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine Handvoll Wasser benutzt hat für den Wudu.
eine Handvoll Wasser benutzt hat für den Wudu und vier Hände voll Wasser benutzt hat für den Ghusl. Und der Wudu ist Al-Mudd auf Arabisch. Und vier Mudd auf Arabisch, vier Amdad, das ist der Plural, ist ein Sa'. Und dieser Sa', der begegnet einem oft, dieses Maßeinheit im Fiqh begegnet einem oft, besonders im Kapitel über Az-Zakah. Und manche Gelehrten, Allahs Barmherzigkeit auf ihn, haben gesagt, dass dies auch zu den Besonderheiten des Propheten Muhammad s.a.w. gehört, dass er mit so wenig Wasser ausgekommen ist, dass es zu seinem Segen gehört. Wie dem auch sei, was wir daraus lernen, ist nichts anderes, als dass wir mit dem Wasser nicht verschwendig umgehen dürfen. Besonders wenn man unter der Dusche ist. Dann muss man sich verbergen, dass niemand nicht gesehen wird bei Prosim. Man darf nicht vor den Leuten Russel machen und nackt sein. Das ist verboten, denn der Prophet Muhammad sallallahu hat gesagt: Inna Allaha hayyun yuhibbul haya'a was-sitr. Wahrlich, Allah schämt sich und er liebt die Scham und dass man sich bedeckt. Fa'idha ghtasala ahadukum falyastatir. Wenn jemand von euch sich wäscht, dann soll er sich bedecken. Und der Hadith ist sahih bei Abu Dawud al-Nasai und Ahmed und al-Jami'. Und na. Und das ist eine Russel zu können und zu lernen, ist eine wichtige Angelegenheit, denn es ist erstens ein Gottesdienst und zweitens ist es nicht nur irgendein Gottesdienst, sondern auf ihn sind andere Gottesdienste aufgebaut. Und wenn jemand sein Russel nicht richtig lernt, kann es sein, dass er ist sein ganzes Leben lang unrein. Es kann sein, er ist sein ganzes Leben lang unrein. Und das gehört zu den Dingen, die man nicht versäumen sollte zu lernen und auch sich nicht schämen sollte zu fragen, wie das geht. Denn Scham, die einen davon abhält, Wissen zu erlangen, das ist keine Scham, das ist verlogene Scham. Und die Angelegenheit der Reinheit ist eine gewaltige, denn Allah subhanahu wa ta'ala will die Menschen reinigen. Allah subhanahu wa ta'ala hat das Wasser herabgesandt, damit wir uns damit reinigen. Und die Hadithe über die Vorzüglichkeit des Reinigens sind viele, so auf Wudu zum Beispiel. Dann einige Angelegenheiten, die auch mit dem Thema zu tun haben. Und zwar, wenn man Junub ist und man möchte schlafen gehen, als Junub, als Unreiner, dann darf man, oder sollte man vorher Wudu machen. Weil Aisha radiallahu anha hat gesagt, kana idha arada an ya'kula au yanam, wa huwa junub, tawadda'a wudu'ahu lis-salah. Wenn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam essen wollte oder schlafen wollte und er junub war, dann hat er seine Gebetswaschung vorgenommen. Wenn er essen wollte oder schlafen wollte und er junub war, dann hat er seine Gebetswaschung vorgenommen. Der Hadith ist bei Muslim. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt: Ayarqadu ahaduna wa huwa junub? Das heißt, dürfen wir schlafen, wenn wir junub sind? Er sagte: Qala na'am, idha tawadda ahadukum falyarqud. Ja, wenn jemand von euch Wudu gemacht hat, dann kann er schlafen. Wenn er Wudu macht, dann kann er schlafen. Und der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Und die Mehrheit der Gelehrten sehen das nicht als Pflicht an. Die Mehrheit der Gelehrten sehen das nicht als Pflicht an, sondern sagen, es ist Mustahab. Sondern sagen, es ist Mustahab. Und der Beweis dafür, dass es Mustahab ist, ist die Aussage von Aisha, radiallahu anha wa ardaha, annahu kana yanamu wa huwa junub min ghayri an yamassa ma'a. Dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu schlafen pflegte oder manchmal einschlief, während er junub war, ohne Wasser berührt zu haben. Ohne Wasser berührt zu haben. Der Hadith bei Ahmed, bei Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah und der Hadith ist sahih. Und das ist ein Beweis dafür, dass es eben keine Pflicht ist, sondern Mustahab ist. Denn wie bringt man diese beiden Hadith in Einklang? Einmal sagt der Prophet, man soll so machen, einmal macht er es selbst nicht. Bringt man am besten in Einklang dadurch, dass er gesagt hat, was am besten ist und dass er was anderes gemacht hat, um zu beweisen oder zu zeigen, dass es auch erlaubt ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Und der Zahiriya, das ist diese Rechtsschule, die immer nach den
die weniger hinterfragt, was die Bedeutung eines Wortes, eines Hadithes ist, und dann mehr nach dem äußerlichen Schein, der äußerlichen Bedeutung, offensichtlichen Bedeutung des Hadithes geht, die haben gesagt, dass es eine Pflicht ist, wie aufgrund des Hadithes von vorhin, den ich erwähnt habe. Und auch andere Gelehrte haben das gesagt, wie Ibn Hajar, rahimahullah, in Fath al-Bari hingewiesen hat. Gut. Dann, was auch mit dem Thema zu tun hat, wenn man Junub geworden ist aufgrund von Geschlechtsverkehr und man möchte zu seiner Frau zurückkehren, so hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودْ فَلْيَتَوَضَّعْ. Er sagte, wenn jemand zu seiner Ehefrau gegangen ist und nachher wieder zurückkehren möchte, dann soll er Wudu machen. Dann soll er Wudu machen. Und der Hadith ist bei Muslim, aber Dawud ibn Majah und Tirmidhi. Und bei Al-Bayhaqi hat überliefert noch einen Zusatz, und da heißt es, فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ, als Begründung, also wenn jemand von euch zu seiner Ehefrau gegangen ist und danach wieder zurückkehren will, dann soll er Wudu machen, denn dann wird er dadurch aktiver. Denn dadurch wird er aktiver. Ja. Nachdem er Energie verloren hat, wird er dann wieder aktiver. Und dieser Hadith bei Al-Bayhaqi, und dieser Zusatz beweist, dass der Grund, warum er Wudu machen soll, ist diese Tatsache. Und nicht, dass es eben eine Pflicht ist. Und nicht eben, dass es eine Pflicht ist. Ja. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Gut. Dann, gibt es eine Angelegenheit, wichtige Angelegenheit. Wenn man Russel macht, einen Sunna-Russel macht, wie zum Beispiel freitags, oder Russel macht für den Ihram, also für bevor man in den Weihezustand übergeht, sich wäscht, und man Junub war, geht dann automatisch die Janaba weg? Geht automatisch Janaba weg, ja oder nein? Das ist eine Meinungsverschiedenheit unter den Ulama, aus dem einfachen Grund, weil das sich Waschen von Janaba ist eine Pflicht. Nicht sofort, aber eine Pflicht. Und das sich Waschen, freitags, ist nach manchen auch eine Pflicht. Und wir haben gesagt, die richtige Ansicht ist, nee, haben wir noch gar nicht erwähnt, die richtige Ansicht, dass es keine Pflicht ist. Okay? Aber wie dem auch sei, die Frage ist, zum Beispiel für den Ihram ist eine Sunna, yalla, für den Ihram ist eine Sunna. Die Frage ist, wenn ich einen Sunna-Russel durchführe, Sunna-Ganzwaschung, und bin Junub, wird dadurch auch die Janabe weg? Zwei Ansichten. Erste Ansicht natürlich, dass es weg ist, zweite Ansicht, dass es nicht weg ist. Und die sichere Variante ist das nicht, dass man eben sich zweimal wäscht, dass man sich zweimal wäscht. Aufgrund der Tatsache, weil der eine Gottesdienst ersetzt nicht den anderen. Der eine Gottesdienst ersetzt nicht den anderen. Und das sind zwei verschiedene Gottesdienste. Wenn man allerdings die Ganzwaschung durchführt für die Janabe, dann hat man seine Pflicht getan. Aber wie gesagt, dann hat man die Sunna von anderen Russen weggelassen. Und die gibt es zwei Ansichten unter den Gelehrten, und Allah weiß am besten Bescheid, aber es ist jetzt keine Erschwernis, dass man sich einfach zweimal miteinander wäscht. Gut, dann machen wir eine kurze Pause und machen inshallah dann weiter. طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Kommen wir zu einem neuen Kapitel, nachdem wir das Kapitel über Russel, alhamdulillah, inshallah, erfolgreich abgeschlossen haben. Kommen wir zu einem Kapitel, was angebracht ist, dass man es genau danach erwähnt, und zwar das ist At-Tayammum. At-Tayammum. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat es gesetzlich gemacht, dass man sich vor dem Gebet reinigt. Und er hat subhanahu wa ta'ala das Wasser vom Himmel herabgesandt, damit man sich damit reinigt. Und es ist eine Pflicht, sich zu reinigen. Und es kommt aber allerdings vor, dass man sich nicht mit Wasser reinigen kann, weil es entweder nicht vorhanden ist oder weil man in einer Situation ist, als gäbe es auch kein Wasser. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat deswegen etwas stattdessen gesetzt, und zwar At-Tayammum, dass man statt dem Reinigen mit dem Wasser machen darf. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, O die ihr glaubt, wenn ihr euch zum Gebet hinstellen wollt,
Dann wascht eure Gesichter und eure Hände bis zu den Ellbogen und streicht über eure Köpfe und wascht eure Füße bis zu den Fußknöcheln, bis zu den beiden Fußknöcheln. Und wenn ihr unrein seid, dann reinigt euch. Und wenn ihr krank seid oder auf einer Reise oder jemand von euch vom Abort kommt oder ihr Frauen berührt habt und kein Wasser findet, dann macht Tayammum. Und das ist jetzt interessant. Wenn ihr krank seid oder auf einer Reise seid oder jemand von euch vom Abort kommt, ja, das ist alles kann sein, dass man die kleine Unreinheit hat. Oder ihr Frauen berührt habt, das ist die große Unreinheit. Und gemeint ist der Geschlechtsverkehr. Falam tajidu ma'an, und ihr kein Wasser vorfindet, dann wendet euch der guten, dem guten Erdboden zu. Dann wendet euch dem guten Erdboden zu oder macht Tayammum. Famsahu bi wujuhikum, und streicht über eure Gesichter und eure Hände davon. Allah will euch in der Religion oder Allah will euch keine Erschwernis auflegen, sondern er möchte euch reinigen und seine Gunst an euch vollenden, auf dass ihr dankbar sein möget. Und Tayammum in der arabischen Sprache bedeutet etwas beabsichtigen. Etwas beabsichtigen. Umso mehr spielt Tayammum, bei Tayammum die Absicht eine Rolle. Umso mehr spielt bei Tayammum die Absicht eine Rolle. Und in der Definition bedeutet Tayammum das Streichen über das Gesicht und die beiden Hände mit Erdboden, mit, also ich sage jetzt mal einfach salopp Erdboden, auf eine bestimmte Art und Weise. Und das ist authentisch überliefert, weil es im Koran vorkommt. Und authentisch überliefert ist in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die muslimische Umma sich darüber einig ist. Und es ist eine Vorzüglichkeit von der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm speziell diese besondere Stellung gegeben, dass er Tayammum gesetzlich gemacht hat für seine Umma. Und für die Völker vor uns war Tayammum keine gesetzliche Sache. Gab es nicht. Und das ist eine Wohltat an Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber dieser Umma. Und der Beweis dafür ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, bei Al-Bukhari und bei Al-Tirmidhi, bei Al-Nasai und bei Ahmad, U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Mir wurden 5 Dinge gegeben, die noch nie jemandem vor mir gegeben worden sind. Und er erwähnte darunter, er sagte, Nusirtu bil ru'bi masirata shahr. Das heißt, das ist jetzt nicht so einfach zu übersetzen, aber mir wurde schon zum Sieg verholfen oder mir wurde geholfen durch Angst einjagen in die Herzen meiner Feinde, selbst wenn ich noch einen Monat entfernt bin von ihnen. Also wenn der Prophet zum Krieg aufgezogen ist, dann haben die Leute schon Angst bekommen, obwohl sie noch einen Monat entfernt waren. Und das Allah hat in ihre Herzen Schrecken eingejagt. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا, und die gesamte Erde wurde mir zu einer Moschee gemacht und zu einem Ort der Reinigung. Das heißt, die ganze Moschee, natürlich ausgenommen, wir dürfen nicht auf Gräbern beten oder bei Gräbern beten, also auf Ausnahmen, und auch nicht da, wo man Opfer verrichtet, aber das ist ein allgemeiner Ausspruch, die gesamte Erde, Alhamdulillah, dürfen wir da unsere Gebete normalerweise verrichten. Und Tahura, und die Erde ist auch Tahur, das heißt reinigend. Die Erde ist reinigend. فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِ أَدْرَكَتُ الصَّلَاةِ فَلْيُصَلِّ. Wenn irgendeinem von meiner Umma das Gebet eingeholt hat, also die Gebetszeit gekommen ist, dann soll er beten. Alhamdulillah. Er hat keine Ausrede und es ist auch für ihn einfacher gemacht. Alhamdulillah. Und in einer anderen Version heißt es, dann hat er seine Moschee bei sich und auch sein Reinigungsmittel. Hat er seine Moschee bei sich und sein Reinigungsmittel, egal wo er hingeht. Na. Und dieser Tayammum ist ein Ersatz für das Wasser. Und wenn man Tayammum gemacht hat, dann darf man alles machen, was man auch machen durfte, wenn man Wudu gemacht hatte. Also beten, Tawaf, Koran anfassen und auch lesen. Denn Tayammum ist nicht nur für die kleine Unreinheit, sondern auch für die große Unreinheit. Und der, na. Und wenn man das gemacht hat, ist man rein. Wenn man das gemacht hat, ist man rein. Eine Angelegenheit, die ich inshallah beim nächsten Mal erst ansprechen werde, ist allerdings, auch wenn ich jetzt gesagt habe, rein, so ist bei der Mehrheit der Ulama, ist man durch Tayammum zwar rein, allerdings nur eingeschränkt. Also zeitlich eingeschränkt. Sobald man Wasser wieder hat, muss man das Wasser verwenden.
muss man das Wasser verwenden. Und gibt es den berühmten Hadith, wo jemand kein Wasser gehabt hat und nachher hat er eben, weiß es, gebetet, ohne das Wasser berührt zu haben. Und nachher, als Wasser gekommen ist, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam jemanden geschickt oder nach ihm geschickt, dass man ihm das Wasser gibt. Und hat er gesagt, nimm dies, oder zu ihm direkt gesagt, nimm dies und kipp es über dich. Nimm dies Wasser und kipp es über dich, nach dem Wasser kommt. Das ist ein Beweis dafür, dass der Tayammum einen nicht rein macht und dass man dann rein bleibt, sondern es ist nur eine Erlaubnis, Mubih auf Arabisch, nur eine Erlaubnis, und solange kein Wasser da ist, darf man es benutzen. Wenn es aber Wasser wieder da ist, muss man das Wasser benutzen. Das werden wir inshallah beim nächsten Mal noch deutlicher ansprechen. Okay. Das Wasser, Entschuldigung, das Tayammum oder der Tayammum, den kann man anwenden in bestimmten Angelegenheiten, in bestimmten Situationen, die wir auflisten möchten. Es ist keine Voraussetzung erst einmal, dass man Tayammum nur machen darf für einen Gottesdienst, der Pflicht ist. Nein, man darf auch Tayammum machen für einen Gottesdienst, der keine Pflicht ist. Wie zum Beispiel freiwillige Gebete. Wenn ich freiwillig beten möchte, und also es ist nicht, es ist kein, Tayammum ist keine Notwendigkeit oder so eine Lösung für in einer Notwendigkeit. Wenn man kein Wasser hat, jetzt darf man Tayammum machen, aber nur die Gebete verrichten, die Pflicht sind. Nein, sondern mit Tayammum ist man rein und man darf alles damit verrichten, was man auch machen dürfte, wenn man Wudu hätte. Und der Beweis dafür ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einmal sein Geschäft verrichtet hatte und danach kam dann jemand zu ihm und hat ihn begrüßt. Und dann hat er den Gruß nicht erwidert, sondern zuerst einmal ist er zu einer Wand gegangen, und wir werden noch inshallah sprechen, was man benutzen darf und nicht, zu einer Wand gegangen und hat dort Tayammum gemacht bei der Wand, und dann hat er wa alaikum assalam gesagt und hat zurück begrüßt. Und es ist keine Pflicht, dass man rein ist, um assalamu alaikum zu sagen, sondern der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, inni karihtu an adhkura Allah illa ala tuhr. Ich habe es verabscheut, Allahs zu gedenken, wenn ich nicht rein bin. Oder ich wollte Allahs nur gedenken, wenn ich rein bin. Oder ich will Allahs nur gedenken, wenn ich rein bin. Und der Hadith ist bei Abu Dawud und Al-Jami'ah, der Hadith ist sahih. Erste Situation, wo man Tayammum verwenden darf, ist, wenn Wasser nicht vorhanden ist. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا. Wenn ihr kein Wasser findet, dann macht Tayammum. Und es ist gleichgültig, ob man kein Wasser hat, ob man sesshaft ist oder auf Reise ist. Ob man seiner Heimatsort ist oder auf irgendwo unterwegs ist. Es spielt überhaupt keine Rolle. Hauptsache, man hat nach Wasser gestrebt und hat es nicht gefunden. Zweitens, zweite Situation, wo man Tayammum machen darf, wenn man mit sich zwar Wasser hat, aber das Wasser braucht man, um es zu trinken oder um zu kochen. Und wenn man das Wasser verwendet hätte, um Russel zu machen oder Wudu zu machen, dann hätte man sich selbst in Bedrängnis gebracht. Und das könnte dazu führen, dass man durstig wird oder ein anderer Mensch durstig wird oder ein Tier durstig wird von den Tieren, die, wie sagt man, im Islam ich will nicht sagen eine Stellung haben, aber respektiert werden, sowas ähnliches in der Richtung. Ja. Na, weil es gibt schon Tiere, die man umbringen darf oder soll, sogar wie Skorpione und sowas. Ja, das ist, da braucht man nicht auf solche Tiere achten. Drittens, wenn man Angst hat, dass durch Wasser, obwohl es da ist, man irgendwie gefährdet wird und es durch einen schlechter geht, wie jemand, der krank ist. Oder er hat, also entweder er hat Angst, dass er dadurch noch kranker wird, durch das Wasser, wie bestimmte Hautkrankheiten, oder wenn er Wasser verwendet, seine Heilung würde noch länger dauern. Er würde nicht kranker werden, aber seine Heilung würde noch länger dauern. Auch in diesen Fällen darf man Tayammum machen, und der Beweis ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, wa in kuntum marda, und wenn ihr krank seid. Und das ist eine Art von Krankheit, zweifellos. Viertens, wenn man kein Wasser verwenden kann, obwohl es da ist, aber weil man krank ist und nicht wegen der Krankheit, sondern weil man sich nicht bewegen kann. Denn es kann sein, du kannst dich nicht bewegen und ist keiner da, der dir helfen kann dabei. Ja? Dann brauchst du auch kein Wudu machen, sondern betest du, eben kannst du auch mit Tayammum machen.
Wenn, es könnte sein, du müsstest dich irgendwo hin bewegen, auf einem Berg oder wo eine Quelle ist oder was auch immer. Ja? Und du hättest eben kein Wasser und müsstest es irgendwie her besorgen. Na. Fünftens, und natürlich geht es den Punkt darum, dass man auch Angst hat, dass die Zeit ausläuft. Also wenn ich davon ausgehe, ich kann mich jetzt zwar nicht bewegen, aber ich gehe davon aus, dass in den nächsten paar Minuten, und das ist noch am Anfang der Zeit oder Mitte der Zeit, in den nächsten paar Minuten kommt jemand, der mir helfen kann, dann selbstverständlich muss ich warten, bis die Person kommt. Ja. Und sobald ich davon überzeugt bin, dass keiner mehr kommen wird und die Zeit wahrscheinlich ausläuft, da darf ich dann Thermum machen. Fünftens, wenn man Angst hat, krank zu werden, weil das Wasser zu kalt ist. Weil man Angst hat, dass das Wasser einem schaden könnte. Und man nicht, Voraussetzung ist, dass man nichts hat, wodurch man das Wasser erwärmen kann. Denn wenn man etwas hat, wodurch man das Wasser erwärmen kann, dann muss man das Wasser erwärmen und dann verwenden. Aufgrund der Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, wa la taqtulu anfusakum, und bringt euch nicht selbst um. Und bringt euch nicht selbst um. Alles, was dazu führt, dass man krank wird oder sich umbringt, das machen wir nicht. Müssen wir auch nicht machen. Sechstens, wenn es zwar Wasser gibt, aber es ist viel zu teuer. Es ist übermäßig teuer und man kann es sich nicht kaufen. Also man kann es sich nicht leisten oder es würde einen in Bedrängnis bringen, wenn man es kaufen würde. Siebtens, Entschuldigung, das ist sechstens, das ist der letzte Punkt, aber noch ein weiterer Punkt möchte ich eine Sache erwähnen. Ich habe vorhin gesagt, als zweitens, wenn man wenig Wasser hat, es allerdings zum Kochen braucht oder ähnliches, und wenn man das Wasser verwenden würde, würde man durstig werden und so weiter und so fort. Und dann haben wir gesagt, entweder man würde selbst durstig werden oder irgendein anderer Mensch. Und Voraussetzung ist nicht irgendein Mensch. Nicht irgendein Mensch. Sondern nur die Menschen, die entweder ein Muslim oder ein Dhimmi oder ein Mu'ahad oder ein Musta'man. So. Und das ist grob gesagt, Muslim wissen wir alle, Dhimmi wissen wir alle, das sind die Jizya zahlen im Islamischen Staat. Und Mu'ahad, das ist die, mit dem man einen Friedensvertrag geschlossen hat. Und Musta'man ist jemand, den ein Muslim in seinem Staat, in seinem eigenen Land, muslimischen Land, in Obhut genommen hat, Schutz gewährt hat. Und das sind diejenigen, denen man ein Harbi nicht. Mit denen die Muslime im Kriegszustand sind, der braucht man nicht darauf achten, dass er durstig ist oder nicht. Denn man ist ja im Kriegszustand mit ihm. Und all dies ist aufgebaut auf der Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. So fürchtet Allah, soweit ihr könnt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, idha amartukum bi amr, fa'tu minhu mastata'tum. Er sagte, wenn ich euch etwas auferlege, dann führt es, soweit ihr könnt, aus. Dann führt es, soweit ihr könnt, aus. Jetzt kann es sein, man hat eine Wunde und wenn man diese Wunde waschen würde, würde es noch schlimmer werden. Und man kann es auch nicht Masch darüber machen, man kann auch nicht mit der feuchten Hand darüber streichen. Dann haben wir gesagt, schon beim Wudu, man macht stattdessen Tayammum und wäscht den Rest. Und wir haben beim Wudu haben wir ausführlich erklärt, wenn ich zum Beispiel an meinem Gesicht irgendeine Stelle habe, die ich nicht waschen kann, ja, und das ist jetzt egal, ob es im Russell ist oder im Wudu ist, dann mache ich alles, was ich kann. Und entweder ich mache zuerst Tayammum und dann mache ich Wudu oder Russell, soweit ich kann, oder ich fange an mit Russell und Tayammum, und wenn ich zur Stelle komme, wo ich nicht waschen kann, dann mache ich Tayammum und mache dann weiter. Oder ich mache erst, was ich kann, und am Ende mache ich Tayammum. Alle die drei Möglichkeiten sind erlaubt und unproblematisch. Ja. Aber wenn man Masch machen kann, wie wenn man einen Verband hat und den kann man nicht abnehmen, man hat eine Wunde, ein Verband ist darüber, man kann ja nicht das waschen, ja, dann macht man Masch darüber. Vielleicht macht man die feuchte Hand, streicht man darüber. Das war's. Und man macht kein Tayammum. Tayammum ist nur, wenn man Wasser nicht verwenden kann, gar nicht. Ja. Gut. Dann erwähnen wir noch schließlich, Tayammum kann man mit allem machen, was unter dem Begriff Ard oder Sa'ide oder dieser reine oder gute Erdboden fällt. Alles, was
auf dem Oberfläche dieser Erde natürlicherweise liegt, darf man verwenden, um damit Masah zu machen. Und gemeint ist damit Sachen wie die Erde selbst, und also Erde, ja, Blumenerde und sowas, das darf man verwenden. Und nicht nur das, sondern auch Sand oder Moor oder Ton oder Stein und ähnliches, was es noch gibt auf der offenkundigen Erde. So, und das ist die richtigere Ansicht unter den Gelehrten. Manche von ihnen sagen, nein, man darf nur mit Erde Therme machen, aber nein. Der Beweis dafür ist, weil die Sahaba sind nicht, und der Prophet, wenn sie auf Reise gegangen sind, haben sie niemals Erde mit sich genommen. Und das meiste, was man vorfindet, übrigens, ist Sand in den Wüsten. Und weiterhin, der Prophet Muhammad sallallahu hat gesagt, in dem einen Hadith, die Erde ist mir zu einem Ort der Reinheit gemacht worden. Okay, so. In einem anderen Hadith sagt er, das ist der Beweis für diejenigen, die gesagt haben, dass man nur mit Erde Tempel machen darf. In einer anderen Version sagt er, die Erde, also die Erde, tatsächliche Erde, ja, ist mir zu einem Gegenstand zur Reinigung gemacht worden. Und die haben gesagt, ganz klar, der eine Hadith erklärt den anderen. Erdboden ist allgemein, Ard, in einer Version ist allgemein. Und der Turab, die Erde, das ist eine spezielle Sache. Und sie haben gesagt, der eine Hadith erklärt den anderen. Aber dem ist nicht der Fall. Nach einem Grundsatz im Usul Fiqh lautet, wenn ich das richtig wiedergebe, auf Arabisch, Dhikru ba'di afradi al-am la yaqtadi at-takhsisu bih. Das heißt, wenn ich zum Beispiel vom Erdboden, der Erdboden beinhaltet viele Sachen, wie ich erwähnt habe, viele Sachen. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem anderen Hadith jetzt eine Sache nur von diesen vielen Sachen erwähnt, die der allgemeine Begriff beinhaltet, dann heißt es nicht, dass dieser Hadith den anderen spezialisiert. Also nur weil er eine Sache erwähnt hat als Beispiel, ja, dann heißt es nicht, dass die anderen Sachen, nicht erlaubt sind, dass man sie verwendet, sondern hat das als Beispiel verwendet. Anders ist es im Fiqh, im Usul Fiqh, wenn es sich um Eigenschaften handelt. Also wenn es sich um Eigenschaften handelt, ist es ein bisschen anders, aber das ist nicht sehr wichtig jetzt für uns. Aber wichtig für uns ist zu wissen, dass man darf mit mehr als nur die Erde Thermum machen. Manche Gelehrten haben gesagt, wenn man mit einer Wand Thermum macht, muss die Wand auch Staub haben. Ja? Und die richtige Ansicht, dass es nicht Voraussetzung ist. Denn als der Prophet sallallahu alaihi wasallam sein Geschäft verrichtet hatte und dann jemand ihn begrüßte, und dann hat er ja Thermum gemacht mit einer Wand, und es ist nicht uns überliefert worden, dass diese Wand Staub hatte, und der Prophet hat auch nicht gesagt, die Wand muss Staub haben und ähnliches sofort. Es kann auch eine Wand gewesen, die keinen Staub gehabt hat, und fertig. Ja. Und deswegen braucht man deswegen kein Thermum machen, und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid, und beim nächsten Mal, inshallah, werden wir dann über die Art und Weise reden, wie man Thermum tatsächlich dann durchführt. Eine ganz einfache Sache. Alhamdulillah, haben wir eigentlich schon erwähnt, aber nochmal dann klarer und deutlicher. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا